Der Finne Rob Tontori machte am Ende mit seinen Cap 9 Variationen alles klar. Mit 89 Punkten gewinnt er souverän den ersten Snowboard Contest der Saison. Yeah, I won and, ja, ich habe gewonnen. Es war ein guter Tag auf meinem Snowboard. Ich kann mich echt nicht beschweren. Die Sonne strahlt, der Park war cool und ich wurde Erster. Es könnte nicht besser sein. Und die Sonne machte alle glücklich. Auf dem zweiten Platz landete völlig überraschend der Deutsche Louis Eckert. Am Ende war es sein lässiger Style und die perfekte Ausführung, die die Judges überzeugte. Ich fand es super toll heute. Ich meine, ich bin Zweiter, super Tag. Besser kann es nicht sein. Sonne überall, coole Leute. War nice. Freue mich riesig, hier zu sein. Und dass ich natürlich Zweiter wurde bei dem Wettkampf. Aber Props auch an alle anderen. Ein geiler Contest. Frischer Powder und schnell geschäbte Kicker lockten die Freestyle-Pros auf den jüngsten Gletscher Tirols. Neben den Boardern waren auch 20 Profi-Skifahrer mit dabei. Mann des Tages, der Österreicher Manuel Pleifer, der mit seinem sogenannten Croc 7 Reverse Safety, einem Left-Side Croc 9 Blunt, Switch Right-Side Croc 5 Safety und einem Croc 5 Handplant am Rail allen davonfuhr. Ja, ich bin Erster geworden und ich fühle mich einfach voll hyped. Erste Competition auf der Year und voll cool. Vierter Skitag, voll geil. Der deutsche Freeski-Meister von 2016, Torge Nagel, präsentierte sich stark, aber verbesserungsfähig. Ja, das Spezielle ist einfach wirklich, dass der erste gute Jibpark immer im Sommer, nach dem Sommer ist. Im Vergleich zu den anderen Gletschern ist das auf jeden Fall auf einem anderen Level hier. Und ja, es ist einfach eine geile Zeit, den ersten Wochenende im Winter auf den Berg zu verbringen. Unterhaching-Snowboarder Maxi Preisinger musste sich mit dem 5. Platz zufrieden geben. Für mich ist es heute ganz okay gelaufen. Ich habe sowas hingestellt, aber mein zweiter Run ist mir jetzt nicht so ganz aufgegangen, macht nichts. Platzierungsmäßig weiß ich gerade gar nicht, was ich geworden bin, keine Ahnung. Es war ein bisschen schwierig zu fahren, weil die Takeoffs ein bisschen weich waren und alles recht eng gebaut war, aber ansonsten war es, glaube ich, dieses Jahr hatten sie mehr Glück mit dem Schnee drum, war das Setup größer als sonst, also war es ganz cool. Beim Freestyle gehen die Waghalsigkeit der Sprünge genauso wie der saubere Style mit in die Wertung ein. Die Gaudi darf dabei allerdings nicht zu kurz kommen. Ah, ich würde schon sagen, dass es eher Gaudi ist. Also nicht so der ernste Wettkampf, eher so einfach zum Spaß fahren. Ist ja noch Anfang der Saison, geht jetzt noch nicht so viel. Beim ersten Contest der Saison galt es also erst einmal, den Rost des Sommers abzuklopfen und sich mit dem Terrain wieder vertraut zu machen und vor allem verletzungsfrei durch den Winter zu kommen.